Hallöle, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Survival. Heute wieder ein Survival Selbstversuch. Wir sind hier an einem Teich, der ist voll mit Karpfen. Kann man mit den bloßen Händen einen Fisch aus dem Wasser fangen? Geht das? Weil die kommen hier so dicht ans Ufer. Das interessiert mich. Ich krieg das raus. Ich geh jetzt da rein, stell mich hin, warte. Und die Idee ist dabei, ist einfach zu warten, gucken, wer da kommt. Nehmen, rauswerfen, angucken, wieder reinlassen. Ob das so funktioniert, das kriege ich heute raus. Auf geht's! Jetzt heißt es Geduld haben. Hier neben mir sieht man direkt gerade einen dicken Fischkopf. Da ist er. Das ist der selber irgendwie was ausstrahle, ob mein Puls in den Adern ist oder ob das mein eigener, weiß ich nicht, Körpergeruch ist oder was, aber ich komme nicht näher, die haben immer einen Meter Abstand, da kommst du nie ran mit greifen. Jetzt versuchen wir mal Variante 2, raus aus dem Wasser, an die Wiese legen, ans Ufer und die Arme über Wasser schweben lassen und wenn einer da ist, den versuchen zu packen. Ob das funktioniert, kriegen wir raus. Knapp, ey. Variante 2 hat auch nicht funktioniert, bis auf einen Versuch, der ganz, ganz knapp war. Falls, müssen wir jetzt hier erstmal abbrechen. Die Winterfront. Vielleicht haben wir da Glück noch, danach nochmal in der Dämmerung vielleicht, dass die Sonne nochmal rauskommt. Auf jeden Fall müssen wir die Hose ausziehen, was Trockenes anziehen. Du schnappst dir die Kameras und wir sehen uns unter der Folie. Survival Extrem! Hagel, Donner, Blitz, sturmartige, sintflutartige Regenfälle, aber wir überleben! Baumarktplane sei Dank! Huhuhu. Variante 1. Miep. Variante 2. Miep. Hätte fast geklappt. Hat nicht von deinen Finger. Nichtsdestotrotz hat das leider nicht funktioniert, aber ich habe es probiert. Also 3 Stunden sind jetzt um. Ich habe einfach auch keine Lust mehr. Ich fühle mich einfach verarscht, weil du... Das ist einfach unfair. Möchte mich damit auch gleich verabscheuen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, weil wenn man euch liebt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann komme ich nochmal her. Und dann klappt es. Wenn ich mir so einen Fisch rausholen, lebend, mit den bloßen Händen. Ich verarsche nicht. Ich verarsche nicht. Fische. Macht's gut. Tschüss. Jetzt will es auch wissen. Wieder das Pferdchen.